die ihre Frauen zu Hause einsperren und nicht nach Hause gehen lassen, nicht auf die Straße gehen lassen, die ihre Frauen zwingen, eine Burka zu tragen, die die Ausbildung für ihre Kinder verweigern, die ihre Töchter zwangsverheiraten. Mhm. Das ist alles integrationsunwillig. Das ist schlimm und das wollen wir ändern, aber es sind nur, aber immerhin auch, 10 bis 15%. Es sollen, Herr Niebel, so sagt Horst Seehofer, keine weiteren Ausländer aus muslimischen Ländern nach Deutschland kommen. Ist es schlau, zwischen guten und schlechten Ausländern zu unterscheiden? Nein, man muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass Zuwanderung eigentlich nie was Altruistisches, also Uneigennütziges gewesen ist, sondern dass die klassischen Zuwanderungsländer immer Kriterien aufgestellt haben, welche Art von Zuwanderung gerade in die Gesellschaft, in die wirtschaftliche Situation hineinpasst. Deswegen befürwortet die FDP ja auch ein Punktesystem, wie das in klassischen Zuwanderungsländern der Fall ist. Gegen die CDU wieder ist? Ja, da sind wir in der Diskussion. Es ändert aber nichts daran, dass wir ein Zuwanderungsland sind und dass das Problem der Vergangenheit oftmals daran bestand, bevor das Zuwanderungsgesetz unter rot-grüner Regierungszeit bei kräftiger Mithilfe der Liberalen beschlossen worden ist, dass die Zuwanderung ungesteuert stattgefunden hat. Das führt immer dazu, dass es Probleme gibt, weil dann tatsächlich auch Verwerfungen, auch regional bestimmte Verwerfungen stattfinden. Als Entwicklungsminister merke ich, dass weltweit gesehen Migrationsbewegungen sehr hilfreich sind. Für alle Beteiligten, wenn man sie richtig organisiert. Dann müssen Sie sich mal mit Horst Seehofer treffen. Ja, sehr gerne. Mein Freund Horst und ich sind nämlich auch seit der gleichen Nacht die Guido Westerwelle per Du. Bloß das waren 5 Minuten später. Und ich würde ihm das auch sehr gerne erklären. Ich glaube, das geht auch. Im Endeffekt geht es darum, Chancen zu eröffnen. Und zwar Chancen für diejenigen, die sich von einem Land ins andere bewegen. Mhm. Aber auch Chancen für die Gesellschaft, die aufnimmt und für die abgebende Gesellschaft. Ja, damit das kann sie hier nämlich nicht nur geduldet werden, sondern tatsächlich Arbeit finden. Ja, damit und sie hier nicht nur geduldet werden, sondern damit sie hier begrüßt werden. Ja. Das gehört ja auch dazu, dass man sich dann wohlfühlt. Die Begrüßungskultur, die interessanterweise die Grünen im Wort führen, im Munde führen. Herr Spreng, Sie müssen uns noch mal erklären, wie es eigentlich sein kann, dass ein Land, das seit 10 Jahren diskutiert, dass wir Zuwanderung brauchen, Rita Süssmuth, großen Bericht geschrieben, das darüber diskutiert, dass wir ein demografisches Problem haben, das darüber diskutiert, dass wir zu viele alte Menschen und zu wenig Junge haben. Wie kann es plötzlich sein, dass wir darüber debattieren, ob und wie sehr Integrationsverweigerer uns Deutschen schaden könnten? Wie geht es, dass ein Mann wie Thilo Sarrazin plötzlich die Politik vor sich hertreibt? Das hängt damit mit den Versäumnissen der Vergangenheit natürlich zusammen. Dass das Thema Integration zwar immer diskutiert wurde, aber nie die richtigen Maßnahmen ergriffen wurden. Wir erleben es ja heute schon. Also Herr de Maizière will integrationsunwillige Menschen, die also Integrationskurse nicht besuchen, will er bestrafen bei der Aufenthaltserlaubnis. In Wirklichkeit gibt es alleine in Berlin 1000 Leute, die können keine Integrationskurse besuchen, weil es zu wenig Plätze gibt. Und bundesweit mehr als 10.000. Das heißt, das ist schon ein finanzielles Problem. Ich muss etwas tun für Kitas. Ich muss etwas tun für Sozialarbeiter. Ich muss etwas tun für mehr Deutschkurse und für mehr Integrationskurse. Ich kann nicht einfach Symbolpolitik machen, indem ich die bestrafe, die sich tatsächlich oder angeblich nicht integrieren lassen, wenn ich als Staat nicht alles unternehme, um die Integration überhaupt zu bewerkstelligen. Ja. Wobei, entschuldige, auch ein bisschen Privatengagement dazugehört. Wer irgendwohin einwandern will, der muss auch sich selbst mit engagieren bei der Integration. Das kann eine Kostenbeteiligung sein. Das ist mit Sicherheit aber auf jeden Fall mal das Engagement, die Sprache zu erlernen. Frau Jutsche, wie sehr gefällt Ihnen... Wie sehr gefallen Ihnen diese Vorschläge hier jetzt aus der Runde? Was müsste man tun, um diese sogenannten Integrationsverweigerer zu nicht mehr Verweigerern zu machen? Es ist einfach total schwer zu sagen. Es würde einfach ausreichen, die Sprache zu sprechen, weil man immer wieder auf Ablehnung stößt, selbst wenn man die Sprache spricht. Und auch diese Integrationskurse, wie ich eben schon nannte, gesagt habe, eigentlich muss dieses Geld, das natürlich auch darin fließen, aber in die Bildung, aber darin in Schulen und diesen vor allem in Problemstadtteilen den Schülern eine gute Bildung ermöglichen, sozusagen so viel Energie und auch Geld investieren, sodass diesen Kindern auch die Möglichkeit gegeben wird, ihre Chancen zu nutzen, weil sie einfach durch das Elternhaus zum Beispiel nicht die gleichen Hintergrundinformationen bekommen, wie man wo sich engagieren kann, wie man wo was erlernen kann. Und das muss man auch irgendwo kompensieren können. Außerdem ist es so, Herr Messier, Sie haben ja oft gesagt, das kann nicht sein, dass zu Hause vielleicht nur türkisch gesprochen wird oder nur türkisches Fernsehen geschaut wird oder auch italienisches, haben Sie auch genannt. Es ist so, wenn ein Kind nicht eine Sprache richtig kann, kann es auch keine andere richtig erlernen. Das heißt, ein anderer Ansatz wäre zum Beispiel, diesen Kindern zu ermöglichen, ihre Herkunftssprache richtig gut zu lernen, sodass sie eine weitere Sprache auch wirklich lernen können. Viele nämlich, wenn sie jetzt in diese Stadtteile gehen, sie werden sehen, die können weder Deutsch noch Türkisch richtig. Und das ist auch keine Lösung. Ja.
Frau Kraft, Sie haben noch nicht entschieden und Sie dürfen nicht übel nehmen, dass ich bei Ihnen jetzt nur diese Frage stelle, ob Thilo Sarrazin aus der SPD ausgeschlossen wird oder nicht. Da soll es eine entsprechende Befragung oder einen entsprechenden Entschluss und Entscheid durch Ihre Partei geben. Wie sehr hat er der SPD geschadet? Ja, ich glaube, er hat der Gesellschaft geschadet, indem er auch den Eindruck erweckt hat, wir hätten noch nie über Integration gesprochen. Das ist ja falsch. Aber der wichtige Aspekt ist auch der, den die Studentin vorhin genannt hat, nämlich, dass wir ein Integrationsproblem haben, zweifelsohne, aber es ist sozusagen darüber, ist das soziale Problem. Wir haben doch Stadtteile, in denen nicht nur türkischstämmige Kinder nicht richtig Deutsch können, sondern auch deutschstämmige Kinder nicht richtig Deutsch können. Und deshalb ist es ja richtig, dass man die Vorbeugung stärken muss. Wir müssen viel früher anfangen. Heute sind wir alle schlauer, alle. Früher war Kinderbetreuung noch des Teufels. Heute wissen wir, wir müssen früher Hilfen geben. Wir müssen mit den Eltern frühzeitig in Kontakt kommen, eine Brücke aufbauen, damit wir Hilfen auch frühzeitig ansetzen können. Und wir müssen Anreize und Perspektiven geben. Häufig erlebe ich junge Menschen mit Migrationshintergrund, wie es dann so schön heißt, die sich perspektivlos sehen. Und dann driften die ab. Und das müssen wir verhindern. Das heißt, wir müssen ihnen auch Möglichkeiten geben. Und es stimmt doch, wenn man einen türkischen Namen hat, dass die Bewerbung erstmal nach unten gelegt wird. Das passiert leider sehr häufig. Deshalb machen wir in Nordrhein-Westfalen es jetzt wahr und versuchen mit anonymisierten Bewerbungen zu arbeiten, um erstmal die Einstiegschance zu geben. Und ich weiß, der eine oder andere wird dann sicherlich mit der Persönlichkeit auch überzeugen können. Und dann wandern wir nach einer kurzen Runde zu diesem Thema. Zu einem, bei dem erstaunlicherweise sich diese schwarz-gelbe Regierung nicht gestritten hat. Sie hat sich an vielen Stellen gestritten, aber bei einer Sache war sie sich ziemlich einig, und zwar beim Stichwort Atomausstieg. Und da gab es heute im Bundestag die entscheidende Debatte. Ein kleiner Blick zurück. Es war ein Meilenstein. Als Bundeswirtschaftsminister Werner Müller, vorher Energiemanager, vor 10 Jahren für die Regierung Schröder-Fischer den Atomausstieg durchsetzte, war die Erleichterung groß. Ein heftig umstrittenes Thema, im Konsens gelöst. Bravo Deutschland. Doch kaum war Schwarz-Gelb an der Macht, beschlossen Merkel, Röttgen und Co. den Ausstieg aus dem Ausstieg. 40 namhafte Manager, Politiker und Prominente schalteten große Anzeigen, unter ihnen Josef Ackermann von der Deutschen Bank, Bahnchef Grube, RWE-Boss Grossmann und ein gewisser Werner Müller, inzwischen wieder in der Wirtschaft gelandet. Sie warben für längere Laufzeiten der AKWs und warnten vor einer Atomsteuer, sonst würden notwendige Investitionen in die Zukunft blockiert. Monatelang lief die Lobbyarbeit auf Hochtouren und hatte heute im Bundestag Erfolg. Nach hitzigen Debatten wird die Laufzeit für die 17 deutschen Atomkraftwerke um durchschnittlich 12 Jahre verlängert. Die Kassen der Energiekonzerne klingeln und die Koalition will davon möglichst 30 Milliarden abschöpfen und sie in den Ausbau erneuerbarer Energien stecken. Alles gut? Jedenfalls ist heute alles ein bisschen wie früher. Die Opposition wütet und die Demonstranten protestieren. Und bei mir steht Kai Niebert. Er ist Lehrer für Biologie und Chemie und ein Vorsitzender der Naturfreunde-Jugend. Herr Niebert, Sie sind heute mit bei der Menschenkette dabei gewesen, vor dem Bundeskanzleramt, hatten Ihren 5 Monate alten Sohn auf dem Arm und haben miterleben müssen, dass der Bundestag dagegen gestimmt hat. Ist das eine Niederlage für Sie? Es geht weniger darum, ob es eine Niederlage für mich ist, sondern es geht darum, dass es eine Niederlage für die Demokratie in diesem Land ist. Denn heute Abend stellen es Herr de Maizière und Herr Niebel so dar, als hätte die Regierung ein Kommunikationsproblem. Ein Kommunikationsproblem hat sie nicht. 2 Drittel in diesem Land lehnen die Entscheidung der Bundesregierung ab, die Laufzeit zu verlängern. Gegen diese 2 Drittel stellt sich die Regierung. Und das sind 2 Drittel, die merken, was da passiert. Durch die Laufzeitverlängerung werden die Atomkonzerne knapp 40 Milliarden zusätzliche Gewinne einfahren, die wir natürlich bezahlen müssen, wir als Verbraucher, so wir nicht schon Ökostrom beziehen privat. Nun haben tatsächlich, das hatte ich vorneweg gesagt, beide im Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie sich für die Verlängerung der Atomlaufzeiten einsetzen werden. Im Grunde haben sie ein Wahlversprechen eingelöst. Wo ist also das Problem? Ich würde sagen, Schwarz-Gelb wurde trotz und nicht wegen ihrer Atompositionen gewählt. Diese 2 Drittel, die dagegen sind, das zieht sich seit einer ganzen Zeit durch. Das hatten wir auch schon vor den Wahlen und wir haben es nach den Wahlen. Und Sie haben mich hier heute als Vertreter von jungen Menschen eingeladen. Und junge Menschen sind diejenigen, die häufig leider noch nicht wählen dürfen. Und
Junge Menschen sind aber die, die gerade besonders betroffen sind von dem, was diese Regierung da verzapft hat, kann man sagen. Herr de Maizière hat dargestellt, dass die Kinder entlastet werden, aber er hat nicht dargestellt, dass mit dieser Entscheidung die Kinder in diesem Land 21.000 Tonnen zusätzlichen giftigen, strahlenden Müll in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Und er hat auch nicht dargestellt, und das ist aus meiner Sicht ein besonders brisanter Punkt in der Debatte, im Umweltministerium liegt eine Studie, die eindeutig belegen kann, dass je dichter ein Kind an einem Atomkraftwerk wohnt, desto höher ist die Gefahr, dass es an Leukämie erkrankt. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, heute hat die Regierung in einem demokratisch sehr fragwürdigen Verfahren den Tod von Kindern besiegelt in diesem Land. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf, den werden wir gleich in der Runde diskutieren und fragen Sie noch, dass Sie natürlich auch erlebt haben, wie groß der Streit selbst innerhalb der Union um diese Laufzeitverlängerung war und wie sehr sich ein Umweltminister Norbert Röttgen versucht hat, dafür einzusetzen, dass die Zahl eben nicht bei 12 oder 14 Jahren landet. Hätten die Umweltverbände mit diesem Umweltminister nicht ein bisschen freundlicher sein können und müssen? Die Umweltverbände haben dem Umweltminister von Anfang an ihre Unterstützung angeboten. Der Umweltminister hat sie nicht angenommen. Mhm. Von daher gehen wir da sehr enttäuscht aus der Debatte heraus. Und die 12 Jahre, die ja jetzt propagiert werden im Schnitt, sind ja keine 12 Jahre. Mhm. Denn die Regierung hat selber festgestellt, dass wir hier über Laufzeiten, weil es ja nicht um die Jahre geht, sondern es geht um die Reststrommengen, die da verhandelt wurden. Die können verteilt werden und wir reden über Atomstrom von 2040, vielleicht sogar bis 2050. Herr Niebert, danke, dass Sie da sind. Die Runde hat sich mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen, Herr de Maizière, dass mutwillig eine Regierung die Umwelt in Deutschland verpestet und tatsächlich auch schuld daran ist, dass Kinder erkranken und Leukämie in Größenordnung bekommen in diesem Land. Das geht zu weit. Bei aller Liebe auch für eine Debattenkultur, den Vorwurf weise ich wirklich zurück. Es gibt lange schon... Es gibt den Vorwurf schon lange bezogen auf ein Kraftwerk in Norddeutschland. Und da gibt es viele, viele Studien über die Frage, wie ist das mit der Leukämie. Und alle Studien sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Relation gibt zwischen Kernkraft und Leukämie. Mir ist noch mal Folgendes wichtig. Wir verlängern ja die Kernkraft, die Laufzeit der Kernkraftwerke nicht aus Jux und Dollerei. Und auch nicht, um die Gewinne der entsprechenden Unternehmen zu erhöhen, von denen wir ja auch viel abschöpfen. Sondern wir sagen, wir brauchen die Energiemenge aus den sichersten Kernkraftwerken der ganzen Welt, weil wir eine Brücke brauchen, um wirklich zu den erneuerbaren Energien zu kommen. Das geht